10.000 Leben in Deutschland im Jahr mehr durch effektive Ersthelfermaßnahmen und runtergebrochen für Cottbus wäre das einer pro Monat. Wir haben für Kinder Puppentheater geplant zum Thema. Wir haben geplant ein Glücksrad mit Quiz und Übungen vom Kind bis zum Senior, insbesondere Herzdruckmassage. So, dann machen wir nochmal aufmerksam. Es ist ein sehr wichtiges Thema, aber es ist immer so ein bisschen im Hinterkopf. Wir haben es alle mal gemacht, aber irgendwie trauen wir uns dann doch nicht so richtig ran, um das mal immer wieder aufzufrischen. Und zwar der Tag der Wiederbelebung in dieser Woche im Blechenkarree. Erstmal, was steht da an und warum ist das nochmal so wichtig? Ja, wir haben im Blechenkarree am kommenden Donnerstag, 19.09. von 12 bis 17 Uhr eine Veranstaltung geplant, die sich an alle Altersgruppen richtet, vom Kindergartenkind bis zum Senior. Und im Vordergrund steht das Thema Reanimation. Wir haben rundherum noch andere Angebote, um auch das Thema Erste Hilfe, Blutspende und Vorbeugung auch mit dort hineinzuspielen. Und wir wollen damit dieses wichtige Thema wieder mal in die Öffentlichkeit rücken, weil wir auf Ersthelfer angewiesen sind. Wir können mit dem Rettungsdienst sehr gut und professionell arbeiten, aber uns fehlen diese ersten Minuten vom Anruf bis zu dem Zeitpunkt, wo wir ankommen. Wir versuchen das schon dadurch zu überbrücken, dass der Leitstellendisponent den Anrufer anleitet zur ersten Hilfe, zur Reanimation und gegebenenfalls auch Beatmung. Aber wir wollen besser werden dadurch, dass wir über die smartphone-basierte Ersthelfer-Alarmierung mit dem System CAT-Retter auch professionelle Helfer dorthin bekommen und auch, und das Thema am Donnerstag, auch jeden anderen, der in der Nähe eines Menschen ist, der einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hat. Es klingt ein bisschen so, als wäre das mal anders gewesen, so die Entwicklung. Ist das denn so, dass es nicht mehr so schnell so viele Ersthelfer gibt oder war das schon immer eigentlich ein Brandthema? Thema Ersthelfer ist ein großes Thema schon immer und wir wissen, dass die skandinavischen Länder beispielsweise uns da weit voraus sind und auch da durch einen verpflichtenden Schulunterricht zum Thema Reanimation und auch durch andere Maßnahmen weitaus bessere Zahlen haben als wir und damit auch weitaus mehr Überlebende nach Herz-Kreislauf-Stillständen außerhalb der Klinik. Dann schauen wir nochmal auf den Donnerstag. Was konkret findet da alles vor Ort statt? Wir haben für Kinder Puppentheater geplant zum Thema. Wir haben geplant ein Glücksrad mit Quiz und Übungen vom Kind bis zum Senior, insbesondere Herzdruckmassage. Wir können dabei an einer Übungspuppe auch zeigen, wie viel das ist, wenn man 5 bis 6 Zentimeter tief drücken muss, um die Herzdruckmassage beim Erwachsenen effektiv gestalten zu können. Wir haben einen Stand, wo zur Blutspende Informationen gegeben werden. Die Apotheke, das Blechenkarrees wird eine Blutdruckmessung anbieten. Wir zeigen einen Rettungswagen der Stadt Cottbus von innen, der kann besichtigt werden. Wir führen um 12 Uhr, um 14 Uhr und um 16 Uhr mit der Lausitzer Rettungsdienstschule verschiedene Übungen durch, wo wir die Rettungskette zeigen. Vom Leitstellengespräch bis zum Abtransport des Patienten ins Krankenhaus. Und es gibt noch mal ein paar Infos, haben Sie heute gesagt, rund um das Thema Notruf. Was gibt es denn da für eine Herausforderung? Wir haben die Möglichkeit, dort mit Leitstellendisponenten, die auch in der Lausitzer Rettungsdienstschule ausgebildet werden, die bringen diese Leitstellendisponenten mit. Also man kann mit einem echten Disponenten mal ein Leitstellengespräch führen. Und im Leitstellengespräch stellen wir immer wieder fest, dass es für jeden Menschen ein aufregender und sehr seltener Moment im Leben ist. Wichtig ist dabei, dass man möglichst auch in diesen Situationen die Informationen gut und schnell an den Leitstellendisponenten übergeben kann. Insbesondere geht es um den Einsatzort, der immer ganz wichtig ist, neben dem, was geschehen ist. Und es gibt diese 5W-Fragen, die man immer im Hinterkopf haben sollte. Aber der Leitstellendisponent fragt das in der richtigen Reihenfolge ab, damit er es möglichst auch schnell in das Computersystem eingeben kann. Sie haben heute nur so eine Schlagzeile genannt, die eigentlich so ein bisschen dafür spricht, was eigentlich sein könnte, wenn mehr Menschen erste Wiederbelebungsmaßnahmen tatsächlich durchführen würden. Da sprachen Sie so von einer Person in Cottbus Roundabout pro Monat, die dann doch gerettet werden könnte.
ja, 10.000 Leben in Deutschland im Jahr mehr durch effektive Ersthelfermaßnahmen und runtergebrochen für Cottbus wäre das einer pro Monat. Und wir haben immer wieder sehr erfreuliche Beispiele dafür, dass das auch nicht nur dahingesagt ist, sondern auch gelingt. Vor einigen Monaten konnte ein Patient durch Arbeitskollegen initial, die aber auch eine Ausbildung im ehrenamtlichen Bereich hatten, gerettet werden. Und ich habe mit ihm wenige Tage später gesprochen und er war sehr glücklich und alle anderen auch, glaube ich. Als letzter Gedanke, ich würde ein bisschen behaupten, es ist manchmal so ein bisschen die Hemmschwelle im Kopf, dass man sich nicht wirklich traut, da jemanden so, ich mal, zu behandeln. Ne? Ja, aber mit dem Schema prüfen, rufen, drücken, was wir sehr propagieren, kann man nichts falsch machen. Man kann nur dadurch was falsch machen, indem man nichts macht. Ja.